Ja, und damit herzlich willkommen zu Silvio Blackwaters. Heute werden wir dieses Spiel wahrscheinlich abschließen und wir werden mal schauen, wie es zu Ende geht. Ohne weitere Umschweife starten wir direkt rein in unser Playthrough. Ja, wir sind ja wieder hier in dieser Zwischenwelt. Ich glaube, wir begeben uns jetzt in die letzte Ebene oder vorletzte. Ich weiß nicht, hatten wir... Vier hatten wir schon, oder? Vier hatten wir schon. Wir begeben uns jetzt... Oh Gott, hier geht's wieder los direkt. Wo ist das Licht? Wo ist das Licht? Wo muss ich lang? Da vorne. Wir begeben uns in die letzte Ebene, finden die letzten Objekte, müssen gegebenenfalls nochmal zurück, falls wir die Songs da ermitteln wollen, was ich eigentlich wollen würde. Ich weiß halt nur nicht, ob ich in die Level zurück kann. Ich wollte jetzt nicht das ganze Spiel nochmal durchspielen. Aber das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Erstmal fahren wir hier Richtung Licht, Richtung Level 5. Und schauen mal, was wir da so finden. Und hören dieser creepy Radiostimme zu. Wir bringen wieder unseren Daily Broadcast hier in die Welt. Ich weiß nicht, wer sich diesen anhört. Er ist nicht sehr verständlich und interessant, aber... Ja. Vielleicht wollen wir Leute auch einfach gruseln. Ich meine, irgendwas scheint da ja auf Englisch geredet zu werden, aber ich verstehe es kaum. Nicht, dass es mich interessiert. Ich versuche auch ehrlich gesagt gar nicht hinzuhören, aber... Ja. Wahrscheinlich hat das auch sehr viele Seelen hier in den Wahnsinn getrieben. Oh, sind wir da? Wir sind anscheinend da. Hui. Und ins Wasser können wir immer noch nicht rein, oder? Nein. Wir sind Jesus. Wir laufen auf dem Wasser. Ja, folgen wir den Schienen. Auf ins nächste Level. Ich weiß nicht, ob die Ladezeiten immer noch so lang sind. Aber für den Fall der Fälle einfach mal... Ja, sie sind immer noch so lang. Aber dafür gibt es ja die Wunder der Technik und des Schnittes. Ich sehe hier direkt eine Lampe oben. Bin ich da nicht dran? Ich meine, ich weiß, sie steht Kopf, aber ich habe ja das Symbol. Aber anscheinend... Wir haben auch nicht mehr so viele Steine. Wir mussten jetzt immer gucken, ob wir Leute so erschießen oder ob wir sie mit Gas abwehren, falls sie sich überhaupt verwandeln. Wir haben hier auf jeden Fall schon mal ein Gemälde. Das ist schon mal gut. Fehlen noch drei. Till end up. One last question. Go ahead. Did you plan it together? The fire? Of course we did. So why did you tell me it was George's idea? Because I wanted you to like me. Ja, weil er will, dass wir ihn mit zurücknehmen. Aber ich habe das Gefühl, das sollten wir nicht tun. Bist du böse? Die meisten, die irgendwie so nah sind und in den Gewölben stehen, sind irgendwie gar nicht böse. Das heißt, da brauchen wir keine Steine für ausgeben. Sei denn, wir würden sie befreien dadurch. Aber wie gesagt, uns fehlen auch ein paar Steine dafür. Letzte Runde konnte ich überhaupt gar nicht alle erschießen und ich weiß nicht, wie es diese Runde aussieht. Ich meine, wir haben 19. Aber ich glaube, wir sparen uns die lieber mal auf. Der ist doch bestimmt böse. Rate ich jetzt einfach mal. Der sieht auch böse aus, so wie er in dem Haus da sitzt. Oh, das ist von einem anderen. Someone says. Also irgendwelche von denen verwandeln sich bestimmt in böse Geister, aber du nicht. Wusste ich natürlich. Hier vorne haben wir die erste Botschaft. Also Videobotschaft. Was haben wir denn dieses Mal für einen Song? Nicht, dass ich bisher irgendeinen Song erkannt hätte. Aber man weiß ja nie. Crying Out. Bei den Texten denke ich meistens nur an irgendwelche anderen bekannten Songs, aber... Achso, warte mal, wir sollten vielleicht auch das zweite noch mitnehmen. Und zwar genau das. They're dying. Okay. Ist hier zufällig irgendwo ein Bild in der Nähe?
Bilder machen mich immer paranoid, weil die sind nicht so schnell einsichtig. Was ist mit dir? Bist du böse? Interessiert mich nicht. Ich suche Bilder und du versteckst außerdem Loot. Ein wenig Gas. Dann habe ich zwar eigentlich genug. Aber ich glaube, man kann davon nie genug haben, wirklich. Bin ich hier durch? Secret Tunnel? Mehr Steine? Kann ich nicht durch, oder? Nee. Okay, dann ist es ein komischer Extragang mit etwas extra Loot, aber mehr ist hier auch nicht. Hier ist aber ein Bild. Es two sides. Okay. Wir haben ein zweites Bild gefunden. Das macht mich froh. Kann nicht hier reinfallen. Schade. Das ist... Kann ich die Leiter benutzen? Anscheinend nicht. Die ist für später. Okay. Dann irgendeiner von euch ist doch bestimmt böse. Schade. Ich kann nicht zwei Leute mit einer Kugel erschießen. Ich weiß, ihr seid... Noch nicht schon wieder solche Leute. Ich weiß, ihr seid wahrscheinlich nicht alle böse. Ich kann da irgendwie nicht durchschießen. Die Kugeln gehen nicht mehr durch die Wände durch. Aber nichtsdestotrotz muss ich euch aus dem Weg schaffen. Weil ihr potenziell böse seid. Gut hier. Ich höre hier wiederum gar nichts. Bis jetzt. Into. Ja, wir sammeln die letzten Überreste ein. Ich glaube, wir sollten hoffentlich alle haben. Ich glaube, das Einzige, was uns wirklich fehlt, sind Bilder. Ich glaube, eine Songzeile. Hätte ich wahrscheinlich auch irgendwo vergessen. Okay, hier sind zwei übereinander wieder. Water. Und Breath. Ne, warte, da ist noch eine. Da stand was von drei. The same. Wunderschön. Und wir haben noch ein Bild. Dann sind wir mit den Bildern jetzt schon fast durch. Aber auch nur fast. The other. Sometimes people die. You told me he stopped bleeding. Ich glaube, er hat George umgebracht. He suffered from a lot of things. He thought death would release him. But it didn't. There's no release. Ich glaube, er hat ihn umgebracht. Und es ist dann halt so, ja, ich habe ihn halt gefesselt und geknebelt und gefoltert. Deswegen hat er unter vielen Sachen gelitten. Und er hat einfach nichts mehr gegessen. Vielleicht, weil er nicht konnte, aber im Endeffekt ist er verhungert, weil, ja, ich war dafür verantwortlich. Also nicht ich, sondern der Typ. It's too dark. Ein Kind. Ich weiß halt nicht, ob wir euch befreien. Das ist halt das, was ich mich frage. Befreien wir die Seelen, mit, indem wir die erschießen? Das ist das letzte Bild, glaube ich. Oder hatten wir das schon? Kann sein, dass wir das auch schon hatten. Ich glaube, das hatten wir schon, das wird angeleuchtet. Ja. Ah, ich habe nicht mehr so viele Steine. Aber von denen werden auf jeden Fall welche böse sein. Peng, peng. Jesus. Wo kommst du denn her? What the fuck? Wie hat dich der erste Schuss nicht erwischt? Bin überfragt. Aber da ist noch jemand, der auch getroffen werden will. Da, wie trifft das dich nicht? Peng! Meine Güte!
Mitten in die Fresse. Skin? Ist Skin. Da ist Gas. Und ich habe noch 2 Steine. Für 3 Personen. Okay, einer von euch muss sich verwandeln. Gas habe ich genug. Kann ich überhaupt über 20 Gasbottles haben? Du verwandelst dich nicht. Du schon. Halt mal schneller nach hier. Irgendwie immer, wenn die so nah sind, kann ich die nicht treffen. Meine Güte. Geh mal ein bisschen auf Abstand hier. Was? Wie hat der nicht getroffen? Sorry, für dich habe ich leider keine Kugel. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist. Musst du selber anscheinend wissen. Und hoffen, dass irgendwer anders vorbeikommt, wenn es gut ist. Hier ist irgendwie so rotes Licht, aber hier ist nichts. Wenn hier ist überall so orangenes Licht, aber das da vorne sieht irgendwie rötlich aus, als hätten wir da so ein Videoding. Naja. Vorne haben wir auf jeden Fall 1. Und ist das das letzte Bild? Hi, her. Wir haben auch irgendwas mit dem Hahn. Will Phil. Death. Einfach nur Death. Das ist das letzte Wort. Bild. Jetzt haben wir alle. Das ist schon mal gut. Dürfen wir nur nichts anderes übersehen. Und wir haben eine Leiter, an der wir wieder hochklettern. Ich sehe nichts. Also jetzt mal legit, ich sehe gar nichts. Wo bin ich hier? Give a nod. Hier wird doch bestimmt gleich wieder irgendwer um die Ecke kommen. Was ist mit dir? Nee. Ich werde von der anderen Seite bedroht. Peng. Man darf die echt nicht so nah drankommen lassen, was irgendwie ein bisschen... Wie sagt man... Ich hab das Wort vergessen. Also man denkt halt, man muss eigentlich von näher dran schießen, weil man eine Shotgun hat. Aber irgendwie ist das nicht ganz der Fall. Aber die dürfen auch nicht zu weit weg sein. Es muss die perfekte Distanz sein. So, ich habe jetzt ein paar Kugeln für euch. Ich weiß nur nicht, ob ihr das wollt. Aber was anderes haben wir sowieso nicht. Also, ich muss euch ja nicht erschießen. Ich mach's nur gerne. Ich weiß nicht, ob euch das gut tut oder nicht. Aber ja, ich weiß auch nicht, ob wir es jemals herausfinden. Oder ob es überhaupt einen Unterschied macht. Irgendwie sieht es hier so aus, als könnte man hier sehr viel verpassen. Und es ist ein bisschen verwirrend, wo man überhaupt lang muss. Aber hier leuchtet es auf jeden Fall. And muddy. Where's? Ich glaube, viele haben wir hier nicht mehr. The Devil. Weil wir haben jetzt noch 5, 6, 7, 8 Wörter, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Und wenn die meisten von denen 3 haben, also hatten sie bisher, dann haben wir noch, noch 3 Dinger, die wir finden müssen. Allerdings müssen wir noch einige von denen hier finden. It was never about the lake. It was about the two of you. Do you want to know a secret? Okay. There is no George.
What do you mean? Er ist George. No. George. Only you and me. I could never replace George. So why did he leave me? I don't know. Did I strangle him under a tree? What? Did I watch his face turn blue? You tell me. Did you strangle him? You know I can't. The office is too crowded. Why did you do it? You sound just like Sam. What the fuck? You sound just like Sam. Ja, warum soll ich es denn nicht in Frage stellen? Proof by Sam. One four. Du verwandelst dich doch bestimmt. Naja, war ja klar. Jo. Unintuitiv. Das war das Wort, was ich gesucht habe. 10 Stunden später. Es ist unintuitiv. Es geht hier ab. Das Ding hat nur 2. Ich meine, im schlimmsten Fall finden wir 4 von den Dingern. Ich glaube, so ein Video-Device mit nur einem haben wir noch nicht gesehen. Did you hear? Ich weiß nicht, was habe ich gehört? Das ist doch das Did you hear, oder? Nicht? Doch. Irgendwo habe ich hier Text übersehen. Und so wie es klingt, ist er wahrscheinlich eher langsam. Da. Es war direkt nach einer anderen Textzeile. Arms back. Okay. Das ist der Hahn, den wir ja schon haben. Wir haben sowieso alle Bilder. A lake. Und wir müssen noch 4 davon finden für Level 5. Okay, hier ist eine Leiter. Also ja, wie vermutet, hatte er George umgebracht und er ist natürlich ein bisschen crazy. Ich weiß nur nicht, was er genau vorhat, was wir da in dem Safe finden. Filled with dirt. Aber ich weiß auch nicht, ich glaube, wie gesagt, wir sollten uns wahrscheinlich ein paar Steine aufbewahren, dass wir den einen Typen da umbringen können. Von daher geben wir ab jetzt mal keine Steine mehr aus. Meine Güte! Ich weiß echt nicht, wo ich hinzuschießen habe und wann. Was ist mit dir? So ist es am besten. Ganz gerade auf einen zu und dann mit dem richtigen Abstand. Dann passt das doch alles. Around. 17 haben wir jetzt auch schon mal komplett. Das ist gut. Und was haben wir hier? Auch nochmal 2. Na gut, dann werden wir wohl noch 2 finden von den Video-Devices. Nein, nicht. Ich wollte nicht zurück. Ich wollte... Okay. Wir können es aber schnell durchlaufen lassen. Das ist ja ein langsames. Ja, wir haben noch 4 Stück. Das heißt, es wird noch 2 Video-Devices geben. Auch in Ordnung. Was ist mit dir da? Wirst du dich verwandeln? Yep. Dann komm mal gerade auf mich zu. Jo. Hier eine Pyramide? Können wir da hoch? Schade. Oh, ich hätte hier fast eine Textnachricht übersehen. Das wäre schlecht gewesen. Gut, dass ich ihn noch gesehen habe. Sonst hätten wir Probleme mit der neuen gehabt. Und alles andere außer 1, 2, 3, 4, 5 wüssten wir wahrscheinlich nicht genau, in welchem Level wir die zu finden haben.
The Outer. Surface? Surface. Kein Loot. Frag mich nur echt diese Symbole. Wir finden die überall. Die scheinen keine wirkliche Bedeutung zu haben. Vielleicht sollen sie uns auch nur den Weg weisen, aber dafür haben wir ja die normalen Lichter. Ich habe keine Ahnung. Das Ding hat 3, aber dann fehlt uns eine. Jetzt mache ich mir Sorgen, dass ich entweder irgendwo eine übersehen habe. Oder keine Ahnung. Obwohl, nee, dann fehlen uns noch 2. Ich habe mich anscheinend irgendwie verzählt oder so. Chainsville, okay, uns fehlen noch 2. Habe ich mich anscheinend verzählt. Aber da bin ich auch froh drüber. Weil die Alternative wäre schlecht gewesen. One is cursed. Alter, oh Gott! Was passiert hier? Das Spiel in VR wäre eine Katastrophe, ey. Wo kommst du denn her? Du hast sie versteckt. Block 2. Was ist mit dir da? Du hast dich nicht versteckt, aber du verwandelst dich auch. Es kann sein, dass wir jetzt noch einige Leute haben, die uns hier angreifen. Aber dafür haben wir auch genug Munition. And don't forget. It's too dark. Wie lange will dieser Text da jetzt noch stehen? Das sieht halt wieder runden, ey. Sie weicht meinen Schüssen aus. Und da kommt direkt der nächste. Haben wir irgendwelche Generatoren oder einen Traktor? Irgendeine Art von Auto? Die verwandeln sich jetzt alle. Die werden immer aggressiver. Du auch? Ja, natürlich. Was ist mit dir? Meine Güte. Jane Swarm. Was fehlt uns denn jetzt überhaupt noch? Ich meine, ich glaube, in der Außenwelt kommen wir auch noch ein paar zusammen. Wie viel uns fehlt? 1 von 8, 1 von 6, 2 von 5. Die müssen wir auf jeden Fall hier finden. 1 von 14, 1 von 15, 1 von 16, 1 von 18. Und das scheint es gewesen zu sein. Also es sieht bisher ganz gut aus. Wenn uns was fehlt, dann auf jeden Fall nicht viel. Was trotzdem ein Problem ist, weil ich dann nicht weiß, in welchem Level uns das fehlt. Aber ja. A name of. Dirt. Okay, davon haben wir auch schon mal alles. Hier haben wir noch eine Botschaft. Mal einmal umgucken, ob uns sonst keine fehlt, aber das sieht nicht danach aus. Was soll es das denn? Freiheitsstatue? Why did you kill them all? Why does one do anything? George didn't love you back? Love? What are we, 12? I'm just trying to understand what happened. When you don't have a devil, you make one up. Look, I need you to let me into the lake. So let's try to be friends, okay? Okay.
Okay, wir haben schon mal alle hier. Aber war hier unten? Ne, da war nur Licht. Okay. Dann können wir jetzt die Leiter benutzen. Oder auch nicht. Dann können wir jetzt hier runtergehen. Oder auch nicht. Hier raus? Okay, hier raus anscheinend. Auf die Gleise. Huch. Das war eine Loading Zone. Sonst war es immer eine Leiter. Naja. Boop. Okay, wir sind hier. Können wir da hoch? Ja, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Hey Lee, there's no lake here. Ah, truth be told, Juliet, I have to let you go now. It was a lot more fun talking to you than pretending to be someone's space buddy. But I can't have people running around my forest. You understand? Hello? What? Hello? Hat er sich gerade umgebracht? Aber eine Shotgun? Was ist der Plan hier? Ich kann hier E drücken. Do you want to replay? Nein. Erstmal nicht. Ich will hier raus. Aber wie? Kann ich das Ding hier irgendwie aktivieren? Loading Zone? Okay. The air is breathable. And the water feels so good. What if I just took one quick little dip? Screw you, Jake. Screw you, Charlotte. I'm having a bath and there's nothing you can do about it. Okay, viel Erfolg. It was the voice of Lee. I need to go back to the office. To see if I can make sense of all of this. Das ist anscheinend George, so wie es aussieht. Wie viele Uhren hat der um? Bin ich jetzt wieder rausgegangen? Oh. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ja. I still haven't figured this out yet. I need to reorder the phrases I've collected. To see if I can learn something from them. Ja. Das einzige Problem ist, dass wir hier nicht rauskommen. Let me up. Let me out. Irgendwas. Kann ich hier rausklettern? Nicht wirklich. Da oben ist halt noch ein Level, wo Sachen sind. Ich muss da doch drankommen irgendwie. Oh, das Tor hier öffnen. Das ist natürlich sehr hilfreich. At all. Ja gut, hier ist sowieso kein Loot, war es ja noch nie. Isolation, das sind alles die letzten, die wir brauchen. Drifting away. A second world, und hier ist das Lied, was wir hier in Level 5 gefunden haben. Okay, womit fängt's denn an? Ant. Did you hear the rooster crying out its name? Damit vielleicht? Did you hear the rooster crying out its name? The name of the convicted, the devil, wears the same. The name of the convicted, the devil, wears the same. Chains,
will tie her arms back upon her meeting death. Chains will tie her arms back upon her meeting death. Ich frage mich halt, ob das alles echte Lieder sind. Ich kenne sie jedenfalls nicht. Dirt and muddy water will fill her dying breath. Dirt and muddy water will fill her dying breath. Ist ein schönes Lied. Also abgesehen vom Text, aber... Okay. Wir werden wieder in Richtung Dunkelheit gedreht. Did you hear the rooster crying out his name? The name of the convicted, the devil wears the same. Wir hier irgendwas machen? Warum habe ich keine Steine mehr? Hätte mir doch ein paar Steine aufbewahrt. What? Habe ich die hier reingetan? What? Okay. Haben wir alles? Nee, uns fehlt von der 14 eine. Und von der 8. Aber ich meine, hier müssten auch noch welche sein. Ich habe mich ja hier noch nicht so ganz genau umgeguckt. Irgendwo jedenfalls will ich hoffen, da oben zum Beispiel. Das war von der 8. Jetzt fehlt noch einer von der 14. Und der wird hoffentlich hier irgendwo auch rum... Rammeln. Ansonsten würde ich das nämlich sehr ätzend finden. Ich meine, ich will jetzt nicht ganz ausschließen, dass ich eins verpasst habe. Es wäre nur sehr ärgerlich. Und fuck, es sieht sehr danach aus. Ist nicht zufällig hier irgendwo, oder? Es wäre schön, wenn es hier irgendwo auf dem Würfel wäre. Aber das bezweifle ich sehr stark. Ich bezweifle es und ich glaube, es ist in irgendeinem Level. Es sieht nicht gut aus. Aber ich kann die Level wiederholen, ne? Einfach indem ich die Leiter wieder hochgehe. Ich glaube, das hier hatte ich schon. Also wir hatten auf jeden Fall 4 und 5. Bei 3 bin ich mir gerade nicht sicher, ob wir... Warte mal. Wir spielen das einfach nochmal ab. There's a witch, 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 flying down the stairs. There's a witch, 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 peeking through her hair. There's a witch, 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 there's a witch, 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 and she's floating in midair. Ja, das sind alles schöne Lieder. Ich frage mich nur, ob die wirklich alle legit sind. Hui. There's a witch, witch, witch. Flying down the stairs, there's a witch, 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 peeking through her hair. There's a witch, 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 there's a witch, 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 and she's floating in midair. Ich weiß immer noch nicht, was diese Sequenz soll. Geschweige denn, was es hiermit auf sich hat. Das ist merkwürdig hier. Da vorne ist jemand. Jetzt habe ich wieder 6 Steine. Die habe ich aber in dem anderen Level nicht, interessanterweise. Okay, Level 3 haben wir theoretisch alles. Ich meine, wie gesagt, ich weiß nicht, wo ich die letzte Zeile da von Level 14 oder von diesem 14. Ding daher bekomme. Aber ja.
Gegebenenfalls müssen wir halt nochmal alles absuchen. Ich werde aber zuerst, wenn die Level machen, wo mir sowieso die Bilder fehlen. Oder auch andere Sachen. Ich glaube, bei einem fehlt mir auch eine Textzeile. Das hier ist welches Level? Level 4. Hier fehlt uns aber auch nichts. Und ich glaube, das haben wir auch schon gemacht. Aber wir machen es trotzdem einfach mal zur Sicherheit. Ich weiß gerade nicht mehr was wo, warte mal. He called him by his name. Called him by his name. Called him by his name. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das schon hatten. Into the street he came. To the street he came. She dragged him to the woods. Dragged him to the woods with a tree root he had him gasping. Ich habe irgendwie das Gefühl, diese Songs sind die Geschichte von unserem netten Freund da. She called him by his name. Called him by his name. She dragged him to the woods. Dragged him to the woods with a tree root she had him. Wir brauchen, müssen wahrscheinlich irgendwie an den Stein kommen, damit wir die Figur da abschießen können. Nur das wird wahrscheinlich erst passieren, wenn wir alle Lieder fertig haben. Jetzt haben wir auf jeden Fall 3, 4 und 5 abgehakt und uns auch angehört. Jetzt fehlen nur noch 2 und 1. Und bei beiden fehlen uns Bilder, Schrägstrich, ich glaube bei Level 2 sogar eine Songzeile. Oder hatten wir die doch noch gefunden? Ich weiß es gerade nicht, aber wir werden es herausfinden. Das hier ist wieder Stufe 3 oder Level 3. Wo geht's zu Level 2? Oben sind wir hergekommen. Hier dann. Oder ist doch richtig, ne? Und hier ist auch wirklich nirgendwo Loot drin. Nope, nope, nope. Da ist das Haus, wo wir rein müssen. Ja, und hier fehlen uns 2 Bilder und eine Songzeile. Das heißt, das müssen wir sowieso auf jeden Fall nochmal spielen. Aber bevor wir das machen, lösen wir schon mal ein paar Sachen. Zum Beispiel von der 5-4. Was haben wir denn hier so? The Train. It's 2 sides. And can go through. Go through the lake, but you'll end up filled with dirt. The other one is cursed. Das passt nicht so ganz. Ist strong und in the lake. Wo können wir das denn noch unterbringen? The lake is one oder one is cursed is strong. Nein, wo könnte denn is strong hinkommen? The other is strong. Has 2 sides. One is cursed. The other is strong. Wahrscheinlich the lake has 2 sides, nicht the train, oder? The lake has 2 sides. One is cursed, the other is strong. Oder the other is filled with dirt. The train is... Okay, da hab's schon. Ja. Nummer 6. A machine. He built me a machine.
not all that you can. The Stars with, was könnte denn danach kommen? The Stars with Yesterday? The Stars with a Machine? But all you can. All, but all that you can. Geht, glaube ich, nicht, weil da nichts mehr hinter kann. That you can, but all they do is hum. Ich glaube, das kommt irgendwie ans Ende. All they do is hum. And this is that you can talk to. You build me a machine that you can talk to. Maybe yesterday? Yesterday he built me a machine that you can talk to. That you can talk to the stars with. But all they do can do is hum. He's a handyman. He's a handyman. Yesterday you built me a machine that you can talk to the stars with, but all they do is hum. Okay. Wir haben so viele hier. Ich meine, ein paar haben wir ja schon gelöst. Wir machen mal noch bis 10, also 7, 8, 9 noch und dann gehen wir erstmal in die Level rein. Golden Boy. Give a nod to Golden Boy. And don't forget to say goodbye. Das ist auf jeden Fall am Ende. Give a nod to Golden Boy and don't forget to say goodbye. Und jetzt, keine Ahnung, one for a can, two for a marble, three for a bite. Ich weiß nicht, was hier hinkommt. Das kann ja alles sein, deswegen. A bite ist richtig. Wahrscheinlich das vielleicht. Tauschen? Nicht? Wait, what? Das kommt doch auf jeden Fall vor Golden Boy, oder nicht? Nicht? Give a nod. Dann ist das hier wahrscheinlich 3 for a bite. 2 for a can. One for a marble oder sowas. Give a nod and don't forget to say goodbye to Golden Boy. Beides richtig? Ist 3 for richtig? Nein, ist 2 for denn hier richtig? Ja. Und 1 for? Okay, es ist schon in der richtigen Reihenfolge. Dann kommt auf jeden Fall 1 for a marble. Ist a can denn richtig? Also das ist sehr verwirrend hier. A can ist richtig. Das heißt, das hier ist jetzt richtig alles. Give a nod. Golden Boy. And don't forget to say goodbye. Don't forget to say goodbye.
Wenn wir das denn machen? Golden Boy was found. Du hast tied to a tree. Da fehlt wahrscheinlich oben noch was, aber wir sortieren das erstmal. No one knows who he was or how he got there. He now lives on the outer surface in the office. He now lives in the office und das andere kommt dann nach oben. Was found on the outer surface. He was tied. On the outer surface. He was tied to a tree. No one knows who he was or how he got there. He now lives in the office. Sehr leise, wie sie spricht, ey. So, letztes hier, bevor wir ins Level gehen. This place is safe. Oder it stands. It stands in the dark. It's never true if someone says this place is safe. Stands in the dark and has no heart. Because if it wants to, it will kill you. There's something around. It will kill you too for nothing. There's something around. Just nach oben. There's something around. It stands in the dark. It has no heart. Because if it wants to kill, it'll... Because if it wants to, it'll kill you too for nothing. It's never true if someone says this place is safe. Ich meine, das könnte eventuell ja nach oben kommen, aber yet again, das könnte ich nicht wissen. It's never true if someone says this place is safe. Ist da irgendwas zwischen? Ich bin gerade verwirrt. If someone says this place is safe, it's never true. Because if it wants to, it'll kill you too. There's something wrong. It stands in the dark and has no heart. If someone says this place is safe, it's never true. Because if it wants to, it'll kill you too. For nothing. Das ist wieder so ein Absatz, den man anders auch anordnen könnte und man kann unmöglich wissen, was, wie und wohin gehört. Gut, ab ins Level. Ja, ich möchte gerne Level 2 replayen. Eigentlich nicht, aber ich habe ja keine andere Wahl, wenn ich den Song haben möchte. Ja, wir sind in der Loading Zone. Dann komme ich direkt hier hin und nicht in diese Zwischenzone. Du bist freundlich. Ich weiß nur echt nicht. Ich glaube, wir sollten dich wahrscheinlich trotzdem erschießen. Erlösen, in Anführungszeichen. Die Sache ist, finden wir das Loot jetzt wieder? Also können wir praktisch unendlich viele Steine und sowas holen? Das wäre nämlich fancy. Ich weiß nicht, ob ich das Loot schon mal hatte. Aber eigentlich habe ich alles abgelootet. Wir müssen aber auf jeden Fall nach Bildern suchen. Das dürfen wir nicht vergessen. Und so wie es aussieht, können wir Loot wiederholen? Ich muss mich umgucken, ob es hier irgendwo am Anfang Bilder gibt. Nicht wieder von Loot ablenken lassen. Aber das sieht ehrlich gesagt gerade nicht danach aus. Die andere Frage ist, sind die Geister auch wieder da? Weil wenn die da sind, dann... Aha, hier ist schon mal das fehlende Ding. Das hatten wir schon. Dann hatte ich das hier nach einem einfach weggelegt. Und hab mir nichts weiter bei gedacht.
So, ich suche Bilder. Habt ihr hier Bilder gesehen? Zwei Stück an der Zahl benötige ich noch. Eins habe ich schon. Die Seelen scheinen auch nicht wieder da zu sein, aber das Loot scheint wieder zu kommen, was sehr gut ist. Oder ist, ich bin einfach nur nicht gewohnt, dass im zweiten Level so wenig Seelen unterwegs sind. Aber hier ist ja echt nichts. Mehr Steine. Irgendwie... Ich sehe kein Bild. Muss ja zumindest halbwegs angeleuchtet werden. Ansonsten... Also so mitten in der Dunkelheit kann es ja nicht sein, sonst würde man es ja überhaupt nicht finden. Ich sollte vielleicht mal gucken, ob die zum Leben erwachen, weil dann kann ich auf jeden Fall sagen, ob die respawnen oder nicht. Die Bilder kommen später im Level. Hier sind keine. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, die respawnen doch. Das ist ultra suspicious, dass hier so viele rumlaufen. Ein Kind. Hier ist auf jeden Fall ein Bild. Das ist auch eins, das wir noch nicht hatten. Das ist gut. Fehlt uns jetzt nur noch eins. Ich weiß leider auch nicht mehr, wie das im zweiten Level war. Aber ich habe ja eigentlich das... Nee, das hatten wir schon. Aber da hatten wir ja eigentlich, wir hatten ja schon relativ früh am Anfang gelernt, die Typen alle zu erschießen. Von daher kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die nicht respawnen. Wir kriegen hier auf jeden Fall sehr viele Steine. Ich weiß halt nur echt nicht, was wir damit anfangen sollen. Aber hier scheint auf jeden Fall keine Botschaft zu sein. Die andere Sache, das Einzige, was ich halt machen könnte, ist zu gucken, in welchen Leveln Botschaften von dem 14. da sind. Das Problem ist, da werden wahrscheinlich alle drunter fallen. Und dann wiederum bringt es uns auch nichts. Ein Bild hier? Nicht? Das letzte Bild fehlt. Leider? Leider. Alles steht Kopf. Wir können übrigens doch mehr als 20 Gas-Tanks haben. Ja, Bild. Hi. Wo könnte noch ein Bild sein? Aber es gibt ja auch Sinn, dass die Geister respawnen hier, die Seelen, wenn das Loot auch respawnt. Das heißt aber auch, man kann nicht alle Geister oder alle Seelen befreien, weil sie kommen ja sowieso immer wieder. Ein Bild hier.
Hier ist die Botschaft tatsächlich. Oh mein Gott. Wer 13 hat uns aber gar keine gefehlt. Hier ist auch noch eine. Ah, da hat sie uns gefehlt. Ich weiß nicht, warum ich gerade die übersehen habe, aber in so einem offenen Feld war ich wahrscheinlich eher auf diese Typen hier konzentriert. Aber 13? Es hat uns doch nur noch eine gefehlt, oder habe ich mich da verschaut? Naja, jetzt haben wir sie auf jeden Fall. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, sind die Bilder. Ey, eine Shotgun. Ach nee. Was ist das hier? Nee, das brauchen wir nicht. Ich brauche wirklich nur noch ein Bild. Und wenn ihr mir das bringen könntet, wäre das sehr nett. Aber ich weiß nicht, wo es sein soll. Ein bisschen doof, dass man innerhalb des Levels nicht zurückgehen kann, dass man es wirklich von Anfang an nochmal spielen müsste. Aber ich sag ja, ich habe keine Ahnung. Ich sehe hier kein Bild. Hui. Ich meine, es kann natürlich auch noch kommen. So ist es ja nicht. Aber ich glaube, wir nähern uns jetzt so langsam dem Ende. Ich meine, im schlimmsten Fall bekommen wir sehr viel Loot hier aus dem Level. Irgendwie Loot? Wahrscheinlich. Es ist irgendwie keiner gerespawnt, der mir schaden will. Oder in diesem Level sind einfach nicht so viele. Das kann natürlich auch sein. Ist auch nichts. Wo versteckt ihr eure Bilder? Das hier? Aha, haben wir es doch. Das ist sehr schön. Jetzt brauchen wir nur noch ins erste Level und alle Bilder holen. Aber Loot nehme ich trotzdem weiter mit, wenn ich welchen finde. Also das Bild hier hätte ich übrigens ultra sehen müssen. Weil, also da kommt man ja gar nicht drum herum. Ja, und kurz vor dem anderen. Ja gut, dann müssten wir hier tatsächlich jetzt am Ende sein, oder? Noch nicht? Anscheinend noch nicht. Aber weit dürfte es nicht mehr sein. Wir sind zweimal an dem Bild vorbei. Wie kann ich das denn dann übersehen haben? Nachdem ich das eine gefunden habe. Vielleicht habe ich das von anders gefunden. I don't know. Ist ja auch egal. Wir haben jetzt auf jeden Fall alle. Warum? Okay. Ich muss sneaken. Unser Charakter ist zu groß, um so da durchzugehen. Mehr Steine. Ich muss darauf vorbereitet sein, dass ich angegriffen werde. Aber ja, alle Seelen, die nicht aggressiv sind, scheinen hier zu sein und oder zumindest greift mich keine mehr an. Very interesting.
Hm. Sind wir jetzt gleich durch? Ich glaube, hier war doch das Ende, oder? Bin ich jetzt gerade im Kreis gelaufen? Diese Level sind so verwirrend, ey. Vor allen Dingen mit ihrer Gravitationsänderung. Aber gerade bin ich echt ein bisschen verwirrt, wo es denn lang geht. Wait, what? Da vorne ist eine Leiter. Komm ich da hin? Tue ich in der Tat. Ist das die Leiter nach draußen? Das sieht ganz so aus. Astronaut, ich komme. Und wenn sich da doch jetzt die Gravitation ändert, dann hängen wir doch mit dem Kopf nach unten. Das muss doch ultra verwirrend sein und ja, naja, Loading Zone. Kommen wir aber immer hier bei dem Zug raus. Also egal welches Level wir machen. Was grundsätzlich kein Problem ist. Allerdings muss ich mich jetzt erstmal nach Level 1 vorarbeiten, beziehungsweise Level 2 für das Lied. Okay, die scheinen alle sehr dicht beieinander zu sein, die Tore. Was auch gut ist. Sind wir hier? Okay, ich höre da oben irgendwo ein Tor. Naja, das war, wo man hier so drüber klettern muss. Ja, leuchten die zufällig? Nee, das wäre auch noch schön, wenn die leuchten würden. Hier, das müsste doch jetzt Level 2 sein, oder? Nee, das ist Level 1. Naja, auch egal. Dann hören wir uns Level 2 gleich an, wenn wir... Ja, ich möchte Level 1 replayen. Dann hören wir uns Level 2 an, wenn wir sowieso hier nochmal durch müssen, weil wir jetzt zurück nach Level 1 gehen. Und das hat jetzt sogar relativ schnell geladen, tatsächlich. Ich sage euch, greift mich nur nicht an, ich habe eine Shotgun. Und wir müssen hier, glaube ich, 5 Bilder finden, wenn ich mich recht entsinne. Ich hoffe, dass das Level genauso linear ist wie die anderen. Dann sollte das hoffentlich kein Problem sein, sofern wir überall ein Auge drauf halten. Nur ich weiß, das erste Level, ich meine, es kann sein, dass es deswegen war, weil es das erste Level war, aber das kam mir nicht wirklich linear vor. Aber so wie es aussieht, ist es das dann doch. Ja, 5 Bilder. Ich bin mal gespannt. Ich kann auf jeden Fall wieder ein bisschen Gas mitnehmen. Oder auch nicht. Dürfen wir nicht? Ich darf dieses Gas hier nicht mitnehmen aus irgendeinem Grund. Dann halt nicht. Ist ja auch nicht so, als würde ich es brauchen. Bilder? Ist hier irgendwo ein Bild? Das sieht nach einem Bild da aus. Okay, und da hier wir diese Mitteilung bekommen, bezüglich das zu analysieren, würde ich einfach mal behaupten, dass hier sonst kein Bild ist, aber ich laufe hier trotzdem einfach einmal rum, um auf Nummer sicher zu gehen.
Aber wenn das das erste Mal ist, deswegen kriegen wir da auch den Hinweis darauf, wie das funktioniert. Sollte hier eigentlich sonst nichts sein. Ich reg nur auf, dass ich diese Gasflasche dann nicht mitnehmen kann, aber naja. Gut, dann... Das ist auch das erste Bild. Dann müssen wir jetzt noch 4 Stück finden. Und hier ist schon mal 1. Ich hoffe mal, die sind in der Reihenfolge. Das wäre sehr hilfreich. Und Ruhe. Noch mehr Gas. Noch mehr Gas. Da vorne auch ein Bild. Ja, das ist sehr schön. Dann haben wir schon mal 3 von 5. 2 Stück fehlen noch. Hier, da kann ich noch nicht rüber. Weil ich erstmal hier rum muss. Was aber auch besser ist. Denn dann übersehe ich nichts. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, wie lang dieses Level hier ist. Kürzer als die anderen waren. Aber bisher sind wir ja auf einem guten Pfad, würde ich einfach mal behaupten. Und hier kommt die nächste Leiter. Müssen wir mal gucken. Ich glaube nicht, dass sie das zweimal gemacht haben. Aber einmal war ja ein Bild, was man von der Leiter aus aktivieren musste, aber... Ich glaube, das war einfach nur, weil sie ein etwas fieseres Bild einbauen wollten. Weil die Bilder ja auch eigentlich nur optional sind. Da ist noch ein Bild, aber ich weiß nicht, ob wir das schon hatten. Die Antwort ist nein. Und dann fehlt uns nur noch 1. Munition haben wir jetzt auf jeden Fall genug, würde ich einfach mal behaupten. Das Bild da hatten wir schon, aber das hier noch nicht, ne? Doch? Okay, das hatten wir anscheinend auch schon. Irgendwer von euch böse? Wahrscheinlich nicht, würde mich sehr stark wundern. Wir schreiten wieder auf das Ende zu, glaube ich. Kommt mir zumindest so vor. Blockierst du hier eigentlich irgendeinen? Ne, du blockierst keinen Gang. Das kann man nicht durch. Hätte mich auch nicht gewundert, wenn sie mal irgendwas hinter sowas versteckt hätten. Wo einfach eine Seele davor steht und man nicht durch kann. Ist Gas. Ist hier drüben noch irgendwas? Nee, nur ein bisschen Loot. Wir haben schon so viel Loot. Huch. Bin ich denn hier? Auf jeden Fall zu wenig Licht, um irgendwas zu sehen. Und deswegen gehe ich auch einfach mal davon aus, dass da kein Bild ist. Das hier hatten wir schon, ne? Ja, das ist das zweite. Also auch hier mehrere Möglichkeiten, die Bilder zu erhaschen. Zumindest das zweite und das dritte. Da ist ein Bild. Ich weiß nur nicht, ob wir das schon hatten. Da geht's runter, aber hier geht's irgendwie auch rüber, was mich gerade ein wenig verwundert. Was ist das denn? Ein Toy Train. Gibt's in jedem Level einen Toy Train? Das ist auch optional, sehr wahrscheinlich, ne? Weil ich weiß, ich hatte auf jeden Fall schon mal in einem anderen Level einen gefunden.
Dann ist so ein bisschen die Frage, wofür die sind und wo die anderen sind. Ich meine, ich hätte in Level 1, also ihr, das hier ist ja Level 1, und dann noch in Level 3 oder 4 eingefunden. Da bin ich mir aber nicht mehr sicher, wo. Aber danach müsste man ja alles absuchen. Ich weiß, in 5 habe ich auf jeden Fall keinen gefunden. Hier ist das erste Bild wieder. Und in Level 2 habe ich auf jeden Fall auch keinen gefunden. Aber danach muss man wirklich stark suchen. Sind ein bisschen versteckter. Wo ist das letzte Gemälde? Bitte enttäuscht mich nicht. Ich habe schon versucht, ein Auge danach offen zu halten. Also was heißt versucht? Das ist mein einziger Sinn hier. Warum ich in diesem Level bin. Ich habe eigentlich nach nichts anderem gesucht. Habe nur einen Toy Train gefunden, nachdem ich nicht gesucht habe. Wie gesagt, die Bilder sind ja eigentlich nicht so sehr versteckt. Irgendwo hier, weil... Es sieht mir ganz hier nach dem Ende des Levels aus. Geht hier nicht. Hier muss doch irgendwo ein Gemälde sein. Kann doch nicht sein, dass ich das nicht gefunden habe. Wo habt ihr das denn versteckt? Irgendwo hier drin? Das hier vielleicht? Das? Ah, okay. Da an der Wand war es. Das Gemälde sieht eigentlich ein bisschen nach einer verschmutzten Wand aus. Aber gut, bin ich beruhigt. Wo ist die Leiter? Ah, ich stehe direkt vor. Ich komme wieder. Und jetzt müssen wir uns Lied 1 und 2 noch anhören. Also auch in dieser anderen Welt. Und dann mal schauen, was das gibt. Und dann müssen wir noch die restlichen Puzzle lösen. Aber erstmal müssen wir dahin. Ich hätte mir schon irgendwie mehr gewünscht, dass man auch in Level 1 oder 2 dann dementsprechend rauskommt. Aber naja. Wir kommen ja schnell dahin, hoffentlich. So, das ist Level 4 hier. Das ist Level 3. Das hier ist Level 2. Und hier müssen wir mal eben gucken, wo... Da unten. So... Turn my back on you and cover ears up to walk away from the lake. Ne, Black Waters felt so good. Black Waters calls my name. Black Waters calls my name. But I remember just the same. Don't swim in that lake. Black waters felt so good, but I remember how we would speak of that lake. Black waters felt so good, but I remember how we would speak of that lake. I'll turn my back on you and cover ears up to walk away from that lake. Das 2 müsste mit 2 O's geschrieben werden, da. Wie ich das jedenfalls verstehe. Aber ja. Ich habe immer noch keine Steine. Aber die Figur steht jetzt woanders. Black waters calls my name, but I
gerade, ich hätte die erschossen, aber... Es war nur der Recoil, der meine Waffe hochgezogen hat. Was eigentlich, wenn wir dich abschießen? Ich meine, das, was wir ansonsten mal versuchen könnten, wenn wir in dieser anderen Welt hier Steine da reinladen. Oh, hier sehen wir alle. Wir laden einfach mal in jede Waffe einen Stein. Hier ist anscheinend schon einer drin. Oder auch nicht. I don't know. Er ist jetzt auf jeden Fall geladen. So, und jetzt gehen wir zum ersten Level. Da müssen wir irgendwie hier hoch. Und dann probieren wir mal den Stein abzuschießen. Ich glaube zwar nicht, dass es funktionieren wird, aber ich habe Hoffnung. Okay, womit fängt's an? From water cold as ice. Nicht? She call your name out twice. She'll call your name out twice. From water cold as ice. From water cold as ice. Ich weiß nicht, inwiefern dieses Bild in Zusammenhang mit der Textzeile steht, aber okay. Deswegen, ich weiß gerade nicht, wie überhaupt hier irgendwas zusammensteht. And with a frown. And with a frown. She'll drag you down. She'll drag you down. And cut herself a slice. Cut herself a slice. Kannst ruhig ein bisschen mehr Elan in deinen Gesang reinlegen. Die Figur steht halt immer woanders. Kleines Kind. Aber nein, es ist keine. Nix geladen. Hier oben muss man was reintun. Das war der Toy Train. Aber nur zwei. Dafür ist der Toy Train da. Jetzt habe ich noch einen Schuss dafür, aber das Problem ist, okay, im ersten Level habe ich es erschossen. Ich weiß nur nicht, ob ich den Toy Train aus dem dritten oder vierten Level habe. Das heißt, wir sollten am besten da die Figur erschießen, damit wir halt wissen, in welchem Level wir schon waren. Aber ich weiß es halt nicht mehr. Im ersten haben wir es ja jetzt schon gemacht, das ist ganz gut. Das ist der Weg zum Haus. Ja. Surface, which means I'm on the inside of the planet right now. That's why it's always dark here. There were stories about people getting possessed after going into the lake. The lake seems to have two surfaces in two different gravities. One side of the lake is filled with dirt. The other one is the cursed lake with black water. There's a train that can ride the train track into the ground and break through the dry dirt. But then I'll end up in the lake. The astronaut in the last vision had the same voice as Lee. He was the first astronaut on the planet and got possessed when he went swimming in the lake. He then lured his colleagues into the castle one by one. That means Lee is the dead astronaut in the train. He was possessed by the witch who tried to lure me into the lake. It seems to me the only way back is by driving the train into the dried up lake, but I can't risk ending up in the water on the other side. But if I manage to isolate myself from the water, I might be okay. All the astronauts' spacesuits
are broken, but what about the one Adam was wearing? What if I could wear that one? But where could it be? The witch said never to touch the bodies. What was she hiding? Warte mal, das mit dem Train? Okay, das ist praktisch die ganzen Informationen, die sie hier entwickelt hat. Aber wir haben ja noch ein paar. Also 11 können wir jetzt noch weitermachen. Das fängt anscheinend an mit Jane Swam. Jane Swam. To the bottom, ist das schon richtig? Ahead, right. Ahead, right to the bottom. Both eye sockets. Into her both eye sockets. A pointy stick deep in her eye pockets and placed. Hat sie irgendwas gesehen, was sie nicht sehen wollte. Sehr schön. 13. Hatten wir das nicht schon? Hatten wir das nicht sogar schon gesolved? Sicher hatten wir das letzte Mal doch schon gesolved. What the fuck? Das hat sich wieder geändert. Wie war das denn nochmal? Das war mit Report. Ist hier kein Report? Warum haben wir hier zweimal a lookalike? Es ist gebuggt. Es war vorher Report a lookalike to Sam, even if it's a loved one. The ceremony and the end will be peaceful and respectful. Es ist gebuggt. Oh mein Gott. Es ist gebuggt. Ich wusste doch, wir hatten alles von der 13, weil wir es ja sogar schon gesolved hatten. Donald fell in. Warum haben wir hier auch zweimal das gleiche? Oh no. So kann man das doch nicht lösen. Untrue rumors. Spreading in the monastery. Only stories are allowed. Only stories approved by Sam are allowed. Untrue rumors. Spreading untrue rumors in the monastery. Is not allowed. Spreading untrue rumors about the past in the monastery is not allowed. Punishment by isolation. Only stories approved by Sam are allowed. Spreading untrue rumors about the past in the monastery is not allowed. Aber punishment by Elsa, das klingt schon wieder so falsch. Fehlt irgendwie ein end. End is punished by. Oder the punishment is, keine Ahnung. Das kommt doch bestimmt über Isolation, oder nicht?
Ja. Punishment by adulation in the monastery. Spreading untrue rumors about the past is not allowed. Only stories approved by Sam are allowed. Punishment by isolation in the monastery. Sam, I told you. The find is. Find it. Sam, I told you. Don't tell? And he's trying to find it. Am I told you there's a second layer? But the sun, it's still there. And he's trying to find it. Das ist, glaube ich, am Ende. Am I told you? I don't know. Das kann man wieder auf so viele verschiedene Weise zusammensetzen. And he's trying to find it. The sun isn't gone. It's still there. Am I told you? Das ist sehr verwirrend. There's a second layer. Don't tell. It's still there. Second world. Das ist verwirrend. Am I told you a second world? I told you a second world isn't gone. Und das als nächstes? Nein. Und don't tell? Ja, das ist da richtig. Don't tell, it's still there. But the sun isn't gone. And he's trying to find it. Find it there. There's the second layer. I don't get it. What? There's a second layer, a second world. Don't tell. Still there. Ich bin so verwirrt von diesem Abschnitt. Don't tell Sam, I told you. Das muss ich komplett lösen, weil ich habe keine Ahnung, was wie, wo und überhaupt ist. There's a second layer, a second world. Don't tell Sam, I told you, but the sun isn't gone. It's still there, and he's trying to find it. Ohne die richtige Betonung und oder Satzzeichen ist das so verwirrend. There's a second layer, comma, a second world, comma oder Punkt. Dann würde man vielleicht eher drauf kommen. Aber so? Naja. It's time to sleep. Close your eyes. Time to sleep. Climb into your bed. We'll wrap around your resting head. Its wings will wrap around you.
Soon the night. Climb into your bed, close your eyes, soon the night. Wo kommt das hin? Its wings will wrap around your resting head, soon the night. Ich weiß nicht, wo das hinkommen soll. Das ist da anscheinend sogar richtig. It's time to sleep. Close your eyes, climb into your bed. Das ist doch alles richtig, oder nicht? Was ist denn dann falsch? Ist hier alles richtig? Soon the night. It's time to okay. Close your eyes, climb into your bed. Soon the night will wrap its wings around your resting head. Okay. Technically the last one, aber 13 und 14 sind ja verbuggt. Ich weiß leider nicht, was wir dagegen tun können. Sam made it all up. He's a liar. And deserves to die. Because of his fear of the lake. The song is false propaganda about the sun drifting. Okay. About the sun drifting away, Sam. Ist hier oben vielleicht hin? Das ist richtig. Drifting away wahrscheinlich auch. Sam made it all up wahrscheinlich auch. Okay, nein. Aber das kommt trotzdem hier unten hin. Dann kommt das Song hier oben hin. The song about the sun drifting away is false. Sam made it all up. He's a liar and deserves to die because of his fear of the lake. It's false propaganda. Was ist denn jetzt noch falsch? Das ist richtig. Das auch. Das auch. Was ist denn? Sam made it all up because of his fear of a lake. Das heißt, das andere kommt einfach noch ganz unten. Okay. Jetzt haben wir das Einzige, was hier noch fehlt. Hieran sieht man übrigens auch, dass wir die 13 schon gelöst haben, weil das die hier ist. Was richtig dumm ist. Und die 14 können wir auch nicht lösen, weil wir auch das andere doppelt haben. Aber ich kann es mal probieren, indem ich es einfach so löse. Mal sehen, was passiert. Weil da brauche ich jetzt gar nicht probieren, irgendwas zu lösen, wenn wir das oberste halt doppelt haben. Ist das jetzt alles richtig, außer das oberste? Donald fell in and after a couple of seconds his skin. Und dann haben wir das andere halt doppelt und können es deswegen nicht solven. Das ist doch mal mega ärgerlich. Kann ich dich eigentlich erschießen? Nein. Dreck. Ich meine, ich kann mal probieren, ich gehe einfach mal ins dritte Level.
Such dabei auch den Toy Train, wenn wir den, also falls ich ihn denn finde. In der Hoffnung, dass ich gegebenenfalls vielleicht nochmal ein Dings finde. Und das fixen kann, weil das ist ja jetzt ultra. Ich weiß auch nicht, warum die 13 gebackt worden ist. Die war doch schon gelöst. Was da los war, aber naja. Das ist hier Level 3, ne? Ja. Naja, ich sehe euch, wenn ich entweder den Toy Train finde oder einen von diesen anderen Botschaften, die gebackt sind. Bis gleich. Es könnte sehr gut sein, dass der Toy Train tatsächlich hier drin war. Dass ich ihn in Level 3 schon gefunden habe. I don't know. Muss ich vielleicht gleich nochmal in Level 4 gucken. Ja, also Level 3 war Fehlanzeige. Ich weiß aber allerdings jetzt auch nicht, ob ich durch alle Level nochmal durchgehen möchte. Vielleicht könnte man das auch noch als Bonus machen, aber jetzt gerade würde ich, glaube ich, gerne lieber erstmal mit dem Zug fahren, weil ich glaube, den Bug, den kriegen wir nicht mehr weg. Wir haben ja jetzt alles gescannt. Ja. Ich weiß es nicht. Wir fahren einfach mal mit dem Zug und gucken mal, was so auf uns zukommt. Ja. Geht's los? Da bist du betätigt. Waren wir schon? It would be pretty stupid of me to start the train now. I haven't figured things out yet. The phrases I've collected need to be reordered. So I can try to make sense of them. Das ist wunderschön. Das einzige Problem ist, dass ich die Sachen nicht reordern kann gerade. Das ist etwas problematisch. Okay. Also ich war Level 1, sind wir fertig. Gehen wir in Level 5 rein. Ah, ich muss nochmal Level 5, 4 und 2 abchecken. Aufgrund der Trains, Toy Trains und, ja, in der Hoffnung, dass ich vielleicht doch irgendwie das Ganze gefixt bekomme. Und ansonsten habe ich keine Ahnung, was wir machen. Wir müssen einfach hoffen, dass es sich irgendwie fixt, weil es ist im Endeffekt ja auch nur 14. 13 scheint ja irgendwie gelöst zu sein. Ja, I don't know. Ich sehe euch, wenn ich euch sehe. Okay, wir sind hier wieder bei der Pyramide in Level 5. Und ich glaube, ich habe hier den Toy Train gefunden. Er ist nämlich hier in der Ecke. Wenn man einmal komplett, wir sind nämlich von hier drüben gekommen. Und wenn man dann einmal komplett um die Pyramide drum läuft, würde man eigentlich da weitergehen. Aber wenn man hier in die Ecke geht, hier ist eine Kiste, die man kaum sehen kann. Also sie leuchtet halt. Ja, und da ist der Toy Train drin. Ich war mir jetzt nicht sicher, es hätte auch was anderes sein können, ehrlich gesagt, aber ich bin stark davon ausgegangen. Gut, dann haben wir sie in Level 1, 3 und 5 schon mal gefunden. Dann fehlen nur noch Level 2 und 4, aber bisher habe ich ansonsten keinen Fortschritt gemacht. In irgendeiner Weise. Also ich sehe euch dann, wenn ich eventuell andere Toy Trains finde. Oder es doch irgendwie gelöst bekomme hier. Ja, ich habe hier gerade ein kleines Problem gefunden, also was kein wirkliches Problem darstellt, aber hier kann man einfach mal so runterspringen, ne, und dann fällt man auch etwas aus dieser Welt heraus, aber man spawnt dann ganz einfach hier oben. Wir haben es anscheinend vergessen, eine unsichtbare Wand hinzuzufügen, aber ja. Mir ist außerdem aufgefallen, dass ich die Uhr viel zu selten verwendet habe im eigentlichen Playthrough, weil man damit sehr viel sieht, unter anderem den ganzen Loot. Und damit sollten die Toy Trains hoffentlich kein Problem darstellen, die zu finden. Auch wenn ich hier im Level 4 tatsächlich den Toy Train noch nicht gefunden habe. Aber ja, ich schau mal, ob das noch passieren wird. Ja, und da glaube ich auch, dass ich hier den letzten gefunden habe. Ich weiß nicht genau, wie ich euch das erklären kann. Es ist fast, also es ist sehr weit am Ende auf jeden Fall von Level 4. Hier ist so ein Dino. Der ragt hier rüber. Wir sind von hier gekommen, hier durch. Hier geht man so durch und dann ist hier der Dino rechts neben einem.
Und auf der linken Seite hat man hier dann so eine Truhe. Und da ist er drin, Tatsache. Und hier ist auch... Oh. Oh, das ist das letzte von 14, was wir brauchen. Ich hoffe, es stört nur nicht, dass 13 verbuggt ist, weil das war eigentlich schon fertig. Yay. Aber gut, jetzt fehlt nur noch der Toy Train aus Level 2. Und den werden wir dann auch noch suchen. Also, wenn ich jetzt sowieso schon durch alle Level einmal durch bin, dann mache ich das auch noch. Aber ja, ich sehe euch dann, wenn ich den auch gefunden habe. In Level 2 ist schon wieder dieses... Das sind schon wieder zwei Sachen. Die sind... Ich glaube, die gehören hier nicht hin. Die Sache ist, ich löse auf jeden Fall mal die 14, damit die gelöst ist. Und dann gucke ich mal, ob ich die hier nehme. Aber im Endeffekt brauchen wir ja, glaube ich, nur die beiden hier tauschen, oder? Also das kommt ja einfach nach ganz oben. Donald fell ill, and after a couple of seconds his skin fell off, and everyone could hear his scream as his chest opened up. Okay. Ja, ich weiß nicht, was es hier mit auf sich hat. Das ist 13, aber a look-alike. Und das ist halt das, was es verbuggt hat. Deswegen sollte ich das da wahrscheinlich nicht nehmen, weil das war zwar von der Level 14 hier, aber das hat... Das wurde ja... Okay, ich habe es jetzt schon ausgelöst, weil ich durchgelaufen bin. Aber das hat es immerhin nicht kaputt gemacht. Die 13 hat es ja wirklich zerstört. Aus irgendeinem Grund. Naja, wir müssen hoffen, dass es nicht schädlich für das Ende ist, dass es trotzdem als gelöst zählt, weil ansonsten habe ich keine Ahnung, was ich dagegen tun kann. Naja, ich suche weiter nach dem Toy Train. Ich habe hier wieder noch eine Botschaft gefunden. Ich weiß nicht, ob ich die nehmen sollte, ob das vielleicht die Ergänzung von der 13 wieder ist. Ich mache es einfach mal. Jetzt hat es mir die 9 zerhauen. Was hat sich denn hier jetzt verdoppelt? Überhaupt irgendwas? Enter is no hard ist jetzt doppelt. Oh, es ist so buggy, aber ich hoffe, dass es trotzdem zählt, weil eigentlich ist ja alles gelöst. Das ist nervig. Und das hier sieht ganz wieder nach der Leiter aus dem Level raus. Es ist ein bisschen doof, weil ich habe den Toy Train nicht gefunden. Die Sache ist, ich weiß nicht, wo er sonst noch sein kann, weil ich laufe eigentlich, habe ich bei den anderen Leveln auch gemacht, einfach durch das Level mit der Uhr die ganze Zeit ausgelöst und laufe dann in jede Ecke rein und guck überall einmal um die Ecke, ob halt irgendwo was lootable ist. Und wenn ich es jetzt nicht gefunden habe mit dieser Taktik, weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich besser machen kann. Also ich werde es offensichtlich irgendwo übersehen haben. Ich gucke mich hier am Ende nochmal genauer um. Aber ich habe die Befürchtung, dass ich ihn irgendwo anders übersehen habe. Weil, ja. Hier scheint nichts mehr zu sein an Loot. Nee. Das ist Kacke. Das bedeutet für uns jetzt allerdings... dass ich wahrscheinlich erstmal nicht das Level nochmal neu machen werde. Weil ich auch erstmal herausfinden möchte. Das ist so bescheuert, dass man hier so wenig sieht. Weil ich erstmal herausfinden möchte, ob es überhaupt möglich ist, mit dem Zug abzufahren. Weil, ja. Wäre jetzt doof, wenn ich mir, sag ich mal, das Spiel zerschossen habe und im Endeffekt das Ende eh nicht einsehen kann. Und dann bringt es mir auch nichts, wenn ich den Toy Train finde. Schauen wir doch einfach mal. Versuch Nummer 3. Das sieht nicht so aus, als würden wir abfahren. Ich finde das auch interessant, dass sie beim ersten Mal nichts sagt. Oder beim zweiten Mal. Aber sie will offensichtlich nicht abfahren. Ich gehe jetzt einfach nochmal da in das
Linksterbums da rein. In das Haus, weil da sind, müssten jetzt alle Gesichter durchgestrichen sein. Und wenn mich das aber nicht, also wenn sie dann dazu nichts mehr sagt, dann bin ich ein wenig überfragt. Und das reimt sich. Aber nichtsdestotrotz hilft es mir trotzdem nicht weiter. So, wo ist das letzte Durchgangsportal? Da drüben. Und wir sind zurück am Haus. Oh. Old boy. You forced me in the water. To have her take me over. Then tied me to a tree. To keep her in a vessel. I was brought to the inside. Man versteht ihn sowieso nicht, deswegen lese ich das vor. By a boy named George. From his eyes, she saw them. And with his hands, she killed them. Okay, das hatten wir vorher nicht. Let's see what I learned. A woman killed a young child and was sentenced to death by drowning in a lake. The lake was then forbidden to enter. Terrible things happened to people who went in. There is an outer surface, which means I'm on the inside of the planet right now. That's why it's always dark here. There were stories about people getting possessed after going into the lake. The lake seems to have two surfaces in two different gravities. One side of the lake is filled with dirt. The other one is the cursed lake with black water. Das kennen wir schon alles. Ich weiß nicht, ob sie da irgendwas Neues sagt. Train track into the ground and break through the dry dirt. But then I'll end up in the lake. The astronaut in the last vision had the same voice as Lee. He was the first astronaut on the planet and got possessed when he went swimming in the lake. He then lured his colleagues into the castle one by one. That means Lee is the dead astronaut in the train. He was possessed by the witch who tried to lure me into the lake. It seems to me the only way back is by driving the train into the dried up lake, but I can't risk ending up in the water on the other side. But if I manage to isolate myself from the water, I might be okay. All the astronaut spacesuits are broken, but what about the one Adam was wearing? What if I could wear that one? But where could it be? The witch said never to touch the bodies. What was she hiding? Ich meine, es könnte in dem Tresor sein, ne? Ja, keine Ahnung. Also wir haben jetzt die Golden Boy Dings. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt abfahren können. Wenn wir uns das Ganze hier auch nochmal angehört haben. Aber ganz ehrlich, ich möchte diesen letzten Toy Train finden. Und dafür gehe ich ein letztes Mal in dieses Level rein. Und wenn ich ihn finde, dann sehen wir uns gleich. Ansonsten sehen wir uns trotzdem gleich, aber auf der Fahrt mit dem Zug. Okay, diesmal bin ich mir sehr sicher, dass ich den Train gefunden habe. Wenn man hier so eine kleine Leiter hochgeht, kommt man hier zu so einer Etage, wo so ein Loch ist. Und hier geht es dann weiter. Dann kommen wir hier an dieser Maschine vorbei und wir sehen, wo war das jetzt? Da drüben rechts eine Truhe leuchten. Und ich gehe mal davon aus, dass der Toy Train hier drin ist, oder? Ja, yep, da ist er. Hooray! Den letzten gefunden. Dann auf geht's, sich noch einmal die Dings anhören und dann ab mit dem Zug fahren. Bis gleich. Ja, es ist eine sehr lange letzte Folge, Silvio. Aber das auch nur, weil mir das Spiel es so schwer macht. So. Wir gehen nochmal in die Dings hinein. Level 5. Wo ist denn hier überhaupt das Bild? Das war ein bisschen versteckter, ne? Weil das nicht direkt am Ausgang war. Das ist hier. So, dann wollen wir nochmal gucken. Did you hear the rooster? Did you hear the rooster crying out its name? The name of the devil. Es wäre schöner, wenn wir direkt da reingehen könnten, ohne das uns alles nochmal anhören zu müssen. Aber naja. Chains will tie her arms back upon her meeting death. Ich glaube aber tatsächlich, das hier ist mein Lieblingslied von denen bisher.
auch wenn ich die alle schön finde. Und wir müssen noch einen Stein geladen haben. Ich hoffe, das wird übernommen. Sonst haben wir auch ein Problem. Ja. Level 1 und Level 5 haben wir die Figuren auf jeden Fall verjagt. Es kann aber sein, dass ich in Level 1 nochmal rein muss. Vielleicht hat der Automat da ansonsten auch den Stein, weil ich da ja auch noch einen Zug reingesteckt habe. Ich weiß nur nicht, was das Ganze hier soll. Naja, wir gehen auf jeden Fall erstmal weiter zu Level 4. Wo haben wir hier das Gemälde? Hier drüben? Vielleicht? Ich... Hier oben? Ja, hier. Called him by his name, called him by his name. And to the street he came, to the street he came. She dragged him to the woods, dragged him to the woods. With a tree root she had him gasping. So, Level 4. Zack, Zug da rein. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn man verfehlt. Übrigens mal davon aus, dass das hier eigentlich Lee ist, weil ich... Oder ist es die Witch? Ach, ich habe keine Ahnung. Es ist sehr merkwürdig alles. Auf zu Level 3. Da gibt uns die Leiter ein gutes Anzeichen dafür, wo wir hin müssen. There's a witch, witch, witch. Lying down the stairs. There's a witch, witch, witch. Peeking through her hair. There's a witch, witch, witch. There's a witch, witch, witch. And she's floating in midair. La 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 la. There's a witch, witch, witch. Lying down the stairs. There's a witch, witch, witch. Peeking through her hair. There's a witch, witch, witch. There's a witch, witch, witch. And she's floating in midair. Schöne Bühne hier. So, jetzt ist die Frage, kann ich in Level 2 den Toy Train da reinpacken? Oder muss ich einmal in Level 1 und krieg da vielleicht meine Marble, die, weil ich den Toy Train ja da reingepackt habe? Oder sind wir komplett am Arsch? We will see. Level 2. Das dauert auf jeden Fall ewig, bis wir hier durch sind, weil es sehr lange sinkt. Remember how we would
speak of that lake, I'll turn my back on you and cover ears up to walk away from that lake. Joa, jetzt wird's spannend. Eine Marble? Kein Toy Train. So ein Dreck. Und so kann man ihm auch nicht ins Gesicht schießen. Ach ja. Ich hab ja genug Gas, so ist es ja nicht. Ich war ja gerade ein paar Levels unterwegs. Ja, dann muss ich hoffen, dass... Ich weiß halt nicht, ich hatte den ja in Level 1 reingesteckt. Ich weiß nicht, ob ich die Marble schon da rausgenommen habe. Es kann sein, dass es da gerade zu black gefadet ist. Aber ja, ich muss halt hoffen, dass sie da ist, weil ansonsten kann ich hier leider nichts machen. Hier ist kein Ding. So, Level 1. Irgendwo hier oben. Upp. Und zur Leiter. Da weiß ich wieder nicht, was wie wozu gehört. We'll call your name out twice war, glaube ich, das. Immer leise. Aber sie kann sehr schön singen. Das Lied gefällt mir auch ganz gut. Ja, wir haben keine Marble, wir haben keinen Toy Train und wir können hier auch überhaupt nichts machen. Ein bisschen ärgerlich. Das hätten sie direkt verhindern sollen, dass, also... Dass man überhaupt gar nicht erst zwei Toy Trains hier reinpacken kann. Nicht nur, wenn hier keiner ist. Außerdem, was ist, wenn man die verfehlt? Was ist, wenn ich daneben schieße? Hier haben die Fail-Saves leider nicht so ganz durchdacht. Sehr, sehr ärgerlich, dass uns jetzt genau dieses letzte fehlt. Obwohl wir alles haben. Was ist das denn? Achso, das ist wieder Golden Boy, ne? Ja. Na ja, gut, ich gehe mal, während das hier alles durchläuft, Richtung Level 5 und wir fahren dann mit dem Zug. Auch wenn das gerade schwer ist, hier zu sehen. One by one. That means Lee is the dead astronaut in the train.
Ja, finde schon mal deinen Monolog da und dann schauen wir mal, wo uns der Zug hinführt. Oder muss ich vorher noch den Dingsterbums da finden? Können wir jetzt abfahren? Immer noch nicht. Wo soll ich denn jetzt noch hin? Okay, dann muss ich wahrscheinlich den Tracks noch ein letztes Mal folgen. Meine Güte, diese Folge wird echt unendlich lang. Du weißt doch jetzt alles. Das Einzige, was du nicht weißt, ist, wo diese... Wo du deinen Space-Anzug da findest. Und den wirst du aber wahrscheinlich im Tresor finden. Also weiß ich ehrlich gesagt nicht, was du von mir willst. Aber naja. Folgen wir halt noch einmal den Schienen. Und schauen mal, was passiert. Antwort ist gar nichts. Okay, let's see what I learned. A woman killed a young child and was sentenced to death by drowning in a lake. The lake was then forbidden to enter. Terrible things happened to people who went in. There is an outer surface. Ich glaube, wir haben ein Problem, weil einfach alles gebuggt ist. Oh, das ist ärgerlich. Ist das, wir sollen jetzt doch die Bodies anfassen. Weil wir der Witch ja nicht trauen können. Weil wir, was sollen wir sonst großartig machen? Ich weiß nicht, wo wir sonst den einen Anzug herbekommen. Sie sagt, alle von den anderen sind broken, aber können wir darauf uns überhaupt verlassen? Das mit den Liedern ist ja nur Bonus. Das wurde uns ja von Anfang an gesagt. Aber ich kann hier nichts machen. Also die Bilder sind wahrscheinlich von den anderen Astronauten. Aber... I don't know. Ich kann damit nichts machen. Ich bin überfragt. Und das Problem ist, es gibt von diesem Spiel nicht mal ein Playthrough. Glaube ich zumindest. Ich schau mal eben... Also ein Walkthrough bräuchte ich gerne. Ist ein Walkthrough. Ich schaue mir das dann mal eben schnell an. Ich sehe euch gleich.
Oh mein Gott. Okay. Ich weiß nicht, ob ich einfach nur blind war. Oder ob das wirklich sehr, sehr unauffällig ist. Im Dunkeln. Wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Aber. Nicht überhaupt richtig? Ich glaube ja. Ja, ja, hier rüber. Er sitzt auf einer Truhe. Gut, ich wusste nicht, dass wir ihn an die Seite schieben können. Jetzt haben wir einen Astronautensuit und jetzt können wir auch in den Train rein. Das hilft uns leider nicht bei dem Bug mit dem Foytrain. Aber... well, das können wir nicht ändern. Das ist halt so, wie es ist. Aber immerhin können wir jetzt das Spiel beenden. Und sofern es kein extra Ende gibt, also so ein wahres Ende mit den Toy Trains, ist das Ganze ja auch halb so schlimm. Wait a minute, wo bin ich jetzt? Das ist, müsste hier Level 4 sein, oder? Nein, ich bin in die falsche Richtung gegangen, okay. Eieiei, jetzt verlaufe ich mich auch noch. So. Level 3, Level 4, Level 5. Und ab zum Zug. Und jetzt hoffentlich können wir damit auch abfahren. Ja, das sieht doch gut aus. Gut, dass der Zug noch funktioniert. Aber wollten wir nicht herausfinden, was in dem Tresor da ist? Okay. Und jetzt? Wir sind jetzt wieder hier. Enter Combination. Juliet, Alpha, Delta, Romeo, Bravo. Gut, dass du dir das gemerkt hast. Bon voyage. Heißt das, wir können jetzt in unser Schiff einsteigen und wegfliegen, weil... da ist der Zug. Did you hear the rooster crying out its name? Ist der letzte Song. The name of the convicted, the devil wears the same. Chains will tie her arms back upon her meat and death. Dirt and muddy water will fill her dying breath. Ja, es ist ein bisschen schade, dass wir das mit den Toy Trains nicht zu Ende machen konnten. Ich weiß nicht, ob es uns noch irgendwie was Bonustechnisches gegeben hat. Aber ja, das Spiel hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Auf jeden Fall auch ein Riesenfortschritt zum ersten Teil. Aber das mit den Bugs war natürlich ein bisschen ärgerlich. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es gezählt hat, dass alles gelöst war, weil theoretisch war alles gelöst. Ich weiß nicht, was der Unterschied macht. Ob wir sonst ein anderes Ende bekommen hat. Ich weiß nicht, wie es mit den Boni aussieht. Alles nur, weil es ein bisschen buggy war. Beziehungsweise das mit den Toy Trains war ja nicht... das war ja kein Bug. Es war mehr so, dass es nicht ganz auf Failsaves ausgelegt war. Man hätte es eher so machen sollen, dass man den Toy Trains ihrem spezifischen Level auch zuordnet.
Das heißt, ich kann Toy Train aus Level 1 auch nur in praktisch dem ersten Song abgeben. Toy Train aus Level 2 auch nur im zweiten Song und so weiter. Das wäre dann besser gewesen, dann wäre es nicht passiert, dass ich da zwei hätte reinstecken können, weil... Ich meine, ich hätte es auch nicht machen sollen, aber ich konnte es ja auch nicht wissen, dass das zu Problemen führt auf der anderen Seite. Ja. Und dann die Bugs mit den... mit diesen Textnachrichten. Ist gut, dass sich das am Ende noch gesolved hat, dass wir zumindest alles solven konnten. Aber ob das auch wirklich hundertprozentig gezählt hat, wissen wir im Endeffekt auch nicht. Und ich werde dieses Spiel nicht nochmal komplett durchspielen, nur um das herauszufinden. Tut mir sehr leid. Aber das könnt ihr ja gerne machen. Ihr habt jetzt auch durch mich, sag ich mal, die Möglichkeit, wenn ihr es nicht findet, über dieses Video herauszufinden, wo alle Toy Trains sind. Und sagt mir dann gerne Bescheid, wie es gelaufen ist. Ansonsten für alle Leute, die es, sag ich mal, selber herausfinden möchten, gebe ich den Tipp, nutzt die Uhr. Damit findet man eigentlich alles ganz gut, wenn man sich genug umguckt. Auf jeden Fall besser als ohne. Ich würde sogar fast sagen, ohne ist es fast unmöglich, weil manche Truhen dann doch im Dunkeln stehen. Die leuchten dann halt nur, wenn man die Uhr betätigt. Ja! Aber ich bin mal gespannt, was sonst noch von den Entwicklern kommt. Und ich würde eigentlich gerne den zweiten Teil von Silvio spielen, aber ich glaube nicht, dass ich den zum Laufen bekomme. Dementsprechend müssen wir mal schauen, was wir ansonsten so an den letzten Mittwochen und Samstagen in dem Spooktober tun werden. Vielleicht gehen wir einfach zurück zu World of Horror, denn das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und da gibt es ja auch noch einiges zu erkunden. Aber ja, das war erstmal Silvio Black Waters. And thanks for playing. And thanks for watching. damit bedanke ich mich wie immer fürs Reinschalten. Ich wünsche euch allen noch einen schaurigen Abend, eine gruselige Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen spooky Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal, bei welchem Horrorspiel auch immer, im Spooktober. Bis dahin, bye bye.